Hallo und herzlich willkommen zu diesem letzten dieser Dad-Video im Jahr 2019. Ich mache sehr gerne Rückschauen. Ich schaue mir an, was ist gewesen im Jahr 2019 und mache das wie letztes Jahr im Schnelldurchlauf von A bis Z. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ihr kommt an vielen Stellen vor in diesem Video und in meinem Jahr 2019. A wie Artikel 13. Ja, manche erinnern sich noch, die große Diskussion um Artikel 13, um Meinungsfreiheit im Netz, um Uploadfilter, hat auch mich bewegt, hat mich wieder mehr zu einem politischen Menschen gemacht. Und vor allem der Umgang der Medien mit diesem Thema, der Printmedien, der analogen Medien, war so ein erster Baustein, dass ich später dann mal gesagt habe, ich will ein Buch über Neuland schreiben. Denn diese Kluft zwischen dem, was die Netzgemeinde da bewegt hat und dem, was den Rest der Republik bewegt hat, die erschien mir unfassbar groß. Wir waren sogar bei der großen Demo in Berlin dabei und Oskar hat darüber ein Video gedreht. B wie Berlin natürlich. Berlin ist die Stadt, in der ich außer hier in Konstanz am häufigsten war. 39 Nächte habe ich dort verbracht, habe dort viele Interviews geführt, habe auch moderiert dort und vor allem natürlich leben dort meine wirklich besten Freunde. C wie Cannonball, eigentlich E-Cannonball. Ja, das war für mich eine ganz besondere Geschichte, dort mit dem Team vom Zahnarzt Bechtold nach Berlin fahren zu können im Model X, Ove Kröger kennenzulernen und die vielen anderen Tesla-Freaks. Das war eine tolle Erfahrung am 28. September und deswegen ist das mein C. D wie Dirigieren. Manche von euch wissen es, eigentlich ist das mein Beruf von meiner Ausbildung, von meinem Studium her. Ich habe Musik studiert, Schulmusik und Dirigieren. Und ich kann Orchester dirigieren, aber mache das sehr selten. Und dieses Jahr war es genau einmal und das ist deutlich zu wenig. E wie Europawahl. Die fand auch statt im Mai. Rezo, ihr erinnert euch, da war sowas. Und Politiker, die irgendwie nicht so ganz verstanden haben, wie man damit umgeht. Das war so der zweite Baustein in meiner Entscheidung, ein Buch über Neuland zu schreiben. F wie Fridays for Future. Ich gebe zu, auch mich hat Fridays for Future sehr beschäftigt, weil mich tatsächlich auch Fridays for Future zu diesem Thema aufgeweckt, aufgerüttelt haben, mich interessiert haben. Eine andere Frage, und die wird irgendwann mal in einem Video thematisiert werden, ist, ob ich das, was Fridays for Future mache, langfristig für geeignet halte, alle Menschen mitzunehmen. Und das ist meiner Meinung nach nötig, um dieses Riesenproblem der Menschheit zu lösen. Geh nicht wie Greta, sondern geh wie Geld verdienen. Das war dieses Jahr tatsächlich schwierig. Dieses Jahr war ein Jahr voller Experimente, voll neuer Dinge, die ich begonnen habe. Und ich bin froh, dass ich eine gute Grundlage habe. Ich habe einen Verlag seit 25 Jahren. So konnte ich mir das leisten, sozusagen auf diesem Standbein mein Spielbein zu bewegen. Ich habe wenig moderiert, habe viel Online-Geschichten gemacht, die natürlich nicht so viel bis gar kein Geld gebracht haben. Ja, und apropos Verlag, H wie Hefte. Wir haben Hefte rausgebracht, davon wisst ihr sicherlich überhaupt nichts, aber für mich war das sehr wichtig, weil diese Hefte einen großen Teil meines diesjährigen Einkommens bestreiten und das war auch nötig, weil wie gesagt, G wie Geld verdienen war nicht so. I wie Inge. Auch Inge kennt ihr nicht. Inge ist meine Patentantin. Inge war, muss ich sagen, 90 Jahre alt und ist dieses Jahr im Februar gestorben. Und das bringt mich auch einfach zu traurigen Momenten. Es ist Inge gestorben, aber es ist auch noch ein weiterer lieber Mensch in meinem Alter gestorben. Ja, und das gehört auch zu diesem Jahr. Tränen und Trauer und zu diesem Rückblick auf 2019. J wie Jugendwort des Jahres. Ja, ein kleiner Spaß von mir. Nachdem das offizielle Jugendwort des Jahres dieses Jahr nicht stattfand, habe ich eine kleine Umfrage gemacht und war überrascht, mit was für einer großen Resonanz. Immerhin 17.000 Leute haben dieses Video angeschaut. Ja, und ich glaube, Ehre war das Jugendwort des Jahres. K, wenn B Berlin war, muss K Köln sein. Köln ist der Ort, an dem ich am zweithäufigsten war dieses Jahr. Allerdings lange nicht so häufig wie letztes Jahr. Wir waren eigentlich genau genommen nur auf der Gamescom, aber dafür die ganze Woche. Und das war eine tolle Woche. Die hat viel Spaß gemacht. Viele nette Leute waren da. Tolle Autogrammstunden. Und ich war ganz stolz, weil ganz viele wollten auch mit mir ein Selfie machen. L wie Liam. Ja, Liam war unser zweiter Blindenführhund, der vor der Ausbildung bei uns gelebt hat, nach Monkey. Liam kam im Juni zu uns und heute ist tatsächlich der erste Morgen, an dem ich aufstehe und Liam ist nicht mehr da. Ja, von Juni bis Dezember hatten wir Liam und ich denke, wir sehen ihn auch noch ein paar Mal wieder, aber im Moment haben wir jetzt keinen Hund mehr. M wie Model
3. Sicherlich ein einschneidendes Erlebnis, das ich gar nicht so erwartet hatte. Nachdem unser Kawi Kangoo kaputt gegangen war, hatten wir kein Auto. Und diese Gedanken, brauchen wir ein neues Auto, soll es ein Verbrenner sein oder ein E-Auto und wenn ja, welches, haben mich beschäftigt und das habe ich öffentlich gemacht in Videos. Tja, und das hat mein Jahr ziemlich geprägt. Für mich immer noch ein Highlight dieses Jahres, der Moment, als wir Oscar verraten haben, als er vor unserem Model 3 stand, dass das unseres ist. Herzlichen Glückwunsch! Nein! Das war der lang geplante Reprank. Nein, oder? Doch! Ach du Scheiße! Was? Ja. What the fuck? Alle wussten Bescheid. Nur du nicht. N wie Namibia. Das war unsere große Reise vom 11. bis 25. April dieses Jahr zu einem Familientreffen in Okahandja. Meine Mutter und meine Großmutter sind ja in Namibia geboren und deswegen haben wir diese Gelegenheit genutzt, mit der ganzen Familie nach Namibia zu fahren. Und wir haben sehr genossen, unsere lieben Verwandten dort teilweise erst kennenzulernen und natürlich die Wüste, die Tiere, die Stille, die Weite, die Einsamkeit. Eine ganz tolle Erfahrung. O wie Oscar. Keine Frage, O muss Oscar sein, denn Oscar ist sicherlich eines der Hauptelemente meines Jahres gewesen. Ihn zu begleiten, mit ihm zu reisen, von ihm zu lernen. Er hat mich viel unterstützt, auch bei meinem YouTube und auch bei meinem TikTok-Kanal. Oscar war dieses Jahr mit 3 Fernsehproduktionen auf dem Screen. Einer der Filme, wo er eine kleine Rolle hatte, hatte sogar 8 Millionen Zuschauer. Also insofern war das ein Erntejahr für ihn als Schauspieler und ein eindeutiges Sähjahr für ihn als YouTuber. P wie Podcast. Ja, auch das war Oscars Idee, dass wir zusammen einen Vater-Sohn-Podcast machen. Das haben wir im Oktober angefangen und haben eigentlich schon eine ziemlich gute Resonanz. Dieser Podcast war teilweise auf Platz 6 auf Spotify für Kids and Family. Über 10.000 Downloads, über 45.000 Mal gehört wurden die Folgen. Falls ihr den Podcast noch nicht kennt, er heißt Wie könnte es anders sein? Dieser Podcast. Q wie Quaschning, Professor Quaschning, den habe ich auch in Berlin besucht, zum Thema Klima. Das hat mich eben, wie schon am Anfang angedeutet, ziemlich beschäftigt. Und deswegen habe ich einige Interviews dazu gemacht, nicht nur mit Professor Quaschning. Es gibt die Chance aus Überschussstrom, aus Solar- und Windenergie, den wir nicht direkt verbrauchen können, dann über Elektrolyse, kennt man aus dem Chemie- oder Physikunterricht, erstmal Wasserstoff und das auf Methan aufbereiten. Und das ist dann wirklich erneuerbares Erdgas. Sondern auch mit Professor Ganteföhr hier von der Uni. Was wäre die wahrscheinlichste Möglichkeit des Sterbens der Menschheit? Dass der Mensch stirbt. Ja, also dass also wir hier nicht mehr leben können. Dass wir nicht mehr leben auf können. Der Erde. Nein, der Lebensraum wird reduziert. Das ist das, der Haupteffekt. Und mit Professor Braungart. Wir brauchen vor allem ein Denken, wo wir die Menschen feiern, als Chance sehen. Mhm. Sagen, schön, dass du da bist. Ja. Denn wenn man den Menschen die Existenz abspricht, wie es jetzt ist, dann werden Menschen raffgierig und feindselig. Dann kaufen sie noch schnell ein SUV. Und das Spannende an dem Thema finde ich, dass es immer wieder unterschiedliche Facetten gibt, das Ganze zu betrachten. R wie Reisen. Ich war 85 Nächte woanders in diesem Jahr. Ich reise einerseits gerne und es inspiriert mich, aber es gehört eben auch zu meinem Beruf, Interviews zu führen, aufzuzeichnen, Menschen zu besuchen und persönliche Kontakte zu schmieden und zu erhalten. Und dafür ist man am besten persönlich vor Ort. S wie Shows. Ja, eigentlich ist mein Hauptberuf, Shows zu machen für Unternehmen. Und dieses Jahr waren es sehr, sehr wenige. Ich glaube, ich habe 4 bis 5 Großveranstaltungen gehabt dieses Jahr. Und das lag eben viel an O wie Oscar und an YouTube, an Social Media, an meiner Beschäftigung mit diesem ganzen Thema, die mir wenig Zeit gelassen hat. T wie TikTok. Ja, da hätte ich nie gedacht, dass ich damit mal was zu tun habe. Im September habe ich eigentlich das erste ernstzunehmende TikTok hochgeladen. Und seitdem, ich weiß gar nicht, 25 Schlagerversionen von Deutschrap und andere bekannte Songs am Klavier performt, teilweise ein bisschen witzig inszeniert und habe inzwischen 60.000 Follower nach dieser kurzen Zeit. Und TikTok, muss ich sagen, bietet mir eine Gelegenheit, mein musikalisches Hirn wach zu halten, Lieder rauszusuchen, zu singen und Klavier zu spielen, was ich sonst einfach relativ wenig tue. Auch hier mein beliebtestes Video ist das, wo ich so ungefähr so erkältet war wie heute, noch ein bisschen schlimmer, eigentlich gar nicht besonders gut gesungen habe, aber am Schluss offensichtlich ein legendäres Brumm mache. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Brumm. U wie Ungeduld. Ich finde, Ungeduld ist die Befindlichkeit unserer Zeit. Es geht nicht schnell genug, es passiert nichts, die Politiker tun nichts, wir kommen nicht vom Fleck. Ich finde, ein gewisser Antrieb ist nötig und gleichzeitig
ist eine gewisse Ruhe nötig und auch Geduld. Und deswegen mache ich auch Rückblicke, weil ich dann immer wieder sehe, dass sich Dinge entwickeln, dass sich Dinge verbessern, dass es Entwicklungen gibt, die teilweise eruptiv und schnell vonstatten gehen. Zum Beispiel die Entwicklung des Smartphones und allem, was damit zusammenhängt. Und das gibt mir dann eigentlich auch wieder Hoffnung, dass sich auch in Zukunft Dinge vielleicht schneller entwickeln, als ich jetzt erwarte. V wie Vater-Sohn-Rap-Battle. Ja, das war ein großer Spaß, mit Oskar sich zu battlen. Wir haben beide einen Rap geschrieben und aufgenommen in Berlin. Ja, und den Song haben sehr, sehr viele Leute gehört. Und das Video hat auf meinem Kanal für einen enormen Schub an Abonnenten gesorgt. Mal würde ich dir so gerne die Apple Watch verstecken, deine Ultra-Boosts verdrecken. Wie Willkommen in Neuland. Dieses Buch habe ich geschrieben über den Sommer. Es ist im Herbst rausgekommen. Ich habe mir ein bisschen mehr Unterstützung online versprochen. Ich habe eigentlich überhaupt keine Unterstützung offline bekommen. Wer es gelesen hat, findet es ganz toll. Das freut mich natürlich. Aber keine Rezensionen in analogen Medien bedeutet halt, wer nicht online unterwegs ist, weiß nichts von diesem Buch. Und das sind eigentlich die, die es kaufen sollten. Insofern trotzdem erfreulich. Auf Amazon läuft es sehr gut. Das ist eben auch eher diese Online-Welt. Und da war ich zeitweise auf Platz 8. In der Kategorie Internet und Kids. Gebt mir das Jahr 2020, da gibt es noch ein Hörbuch und helft mit, dieses Buch zu verbreiten. Ich glaube, es ist eine gute Sache. Besonders viel Spaß gemacht hat natürlich auch der Song dazu und das Video und die Tour. Und Willkommen in Neuland ist eigentlich das ganze Motto dieses Jahres für mich gewesen. Willkommen in Neuland. Willkommen in Neuland. Willkommen in Neuland. Willkommen in Neuland. Y wie YouTube. 2019 war mit Sicherheit mein YouTube-Jahr. Ich war sogar einmal aufstrebender Kanal und in den Trends. Dieses Jahr hat mich von Anfang 6.000 Abonnenten zu heute fast 35.000 Abonnenten geführt. Ich habe um die 3 Millionen Aufrufe auf meine Videos gehabt und habe wirklich in kürzester Zeit dieses YouTube-Spiel mit allen seinen Licht- und Schattenseiten intensiv kennengelernt. Mein erfolgreichstes Video ist das Video "Lohnt sich unsere Solaranlage nach 2 Jahren?". Wenn ihr mal Zeit und Lust habt, schaut euch mal die am wenigsten geschauten Videos auf meinem Kanal an. Ich glaube, da sind ein paar ganz hübsche dabei. Und damit zu Z wie Zukunft. Wie ihr seht, ich habe das vor einem Dreivierteljahr niemals gedacht. Also so genau planen kann man auch nicht, was die Zukunft bringt. Ich habe mir kürzlich 2 Stunden Hans-Werner Sinn angeschaut. Und eine Sache, die er immer wieder gesagt hat, wenn es darum geht, diese Energiewende zu bewältigen, dann sagt er immer, ja, wie soll denn das gehen? Ja, wie soll denn das gehen? Ja, wie soll das gehen? Ja, wie soll das gehen? Aber die spannendere und interessantere Frage ist nicht, ja, wie soll denn das gehen? Sondern ich bin gespannt, wie das gehen kann. Das ist eine viel hilfreichere Frage für die Zukunft. Denn wir müssen es ja schaffen, wir müssen es ja ändern und dann immer zu zweifeln, dass wir es schaffen, führt uns nicht weiter, sondern die Frage ist eigentlich, wie schaffen wir es? Die Option, dass wir es nicht schaffen, permanent in den Fokus zu nehmen und zu begründen, warum das alles nicht geht und warum Elektromobilität nicht funktioniert und warum wir so viele Terawatt gar nicht erzeugen können, vernachlässigt aus meiner Sicht den enormen Fortschritt, den wir teilweise innerhalb von kürzester Zeit erreicht haben auf Gebieten und bringt vor allem nicht weiter. Also die Frage ist für mich, wie gestalten wir unsere Zukunft und wie schaffen wir es, die großen Probleme der Menschheit in der Zukunft zu lösen? Ich hoffe, euch hat dieser kleine Jahresrückblick gefallen. Wenn ja, lasst mir unbedingt ein Abo da, aktiviert die Glocke, kommentiert gerne, was eure Gedanken zum letzten Jahr sind, wie es für euch war und was ihr für die Zukunft erhofft. Interessiert mich sehr und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Jahr wieder. Seid dabei, bis dann, euer Dieser Dad.